So, liebe Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider. Ja, wo sind wir? Wir sind im Bergdorf, weil wir machen Sachen. Nein, wir suchen Sachen. Und zwar noch relativ viel. Nämlich 4 Geocaches und 2 Vogelnester. Also die Geocaches sind kein Problem, weil die werden uns auf der Karte angezeigt, aber die Vogelnester nicht. Ärgerlich. So, jetzt will ich mal ganz kurz gucken. Da ist das. Das heißt, ich muss runtergehen. Komme ich hier runter, ohne mich zu verletzen? Ja, dank der Rolle. Hurra. Nee, also wir wissen ja Bescheid, wir sind auf der Jagd nach den 100% im Sinne von alle Reliquien, alle Dokumente, alle Geocaches, alle Herausforderungen. Und die Herausforderungen sind halt das, was am schwierigsten wird an der ganzen Sache, weil bei den Herausforderungen ist es nämlich so, dass es auf der Karte nicht angezeigt wird, während die Geocaches und alles andere auf der Karte angezeigt wird, vorausgesetzt, man hat natürlich auch die Schatzkarte gefunden in dem jeweiligen Gebiet, wie zum Beispiel die hier, die wir im Laufe des Let's Plays gefunden haben, wodurch uns das hier alles angezeigt wird. So, hier hinten sind die letzten Geocaches. Das ist die Stelle, wo damals das Flugzeug abgestürzt ist, beziehungsweise der Pilot, den wir dann finden mussten. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere noch, spätestens wenn wir an der Stelle sind, vielleicht. So, aber jetzt klettere ich erstmal wieder hoch. Die Fackel kann theoretisch gesehen aus, denn wir wollen weiter. Ja, und eine Herausforderung im Bergdorf von übrigens 2. Ist, glaube ich, die einzige Stelle im Spiel, wo es 2 Herausforderungen gibt. Glaube ich. Es kann sein, dass die Barackenstadt, dass die auch 2 Herausforderungen hatte oder mehr sogar. Ich bin mir aber nicht sicher. Also ich will mich da auch nicht festlegen. Und eine Herausforderung haben wir im Laufe des Let's Plays schon geschafft. Das war nämlich sämtliche... Oh nein. Enemies! Schroti! Heddy! Du bist ein Trottel! Schreit doch Granaten! Und sprengt sich selber in die Luft. War das vielleicht ein Selbstmordattentäter? Brutal. Aber ziemlich ineffektiv. Ja, hier in dem Spiel kann man sich ja wenigstens ein bisschen drüber lustig machen, oder? In echt natürlich auf gar keinen Fall. Hoppala! So, wo will ich eigentlich hin? Ich verstehe. Nicht wirklich. So, wollen wir mal gucken. Hier, die Stelle. Erkennt ihr sie? Da ist ein Geocache. Ich Trottel, hab den echt nicht geholt. Hier ist ein Grab. Da waren wir aber schon drin. Zack. So. Geocache. Da. So. Hier rüber. Wieso ist das Seil da runtergefallen? Zack. Geocache. Jetzt ist die Frage, wo sind die Vogelnester? 2 Stück fehlen uns noch. Eines ist da unten, aber ich glaube, das haben wir tatsächlich schon. Kann das sein? Das sieht so aus. Verdammt. Oh Junge, oh Junge. Hier ist noch ein Geocache. Der ist weit unten, kann das sein? Da unten, wie komm ich da hin, ohne mir irgendwas zu brechen? Gar nicht? Probieren. Nee, hat nicht so gut geklappt. Da gab es irgendwie einen Weg, wie man da hinkommt. Ja, muss ja. Macht ja Sinn, ne? So, versuche. Och komm, Lara. Als ob das zu weit weg ist. Aber wir haben ja doch schon den Compound-Bogen, ne? Oder ist das immer noch der Recurved? Muss ich mal ganz kurz gucken. Fähigkeiten, Ausrüstung. Seilpfeile, Feuerpfeile, Nahpfeile, explosive Pfeile haben wir noch nicht. Versteckte Wurfarme, Gegengewicht. Durchdringende Pfeile haben wir auch noch nicht. Aufgeladene Schüssel, geschlagen Panzerungen können so mehr. Oh.
komme ich. Komme ich da. Halt! Lara! Ich Frechheit! Ich wollte hier testen, ob ich von hier aus. Ja. Ja! Ja! So meine ich das. So, was will ich jetzt hier? Ja. Ach, hier waren nur die Statue. Okay. Ich gehe erstmal hier runter. Es wird lustig, wenn wir dann wieder hoch müssen. Ein Lager? Habe ich das noch gar nicht aktiviert? Wir haben einen Fähigkeitspunkt. Den können wir theoretisch gesehen mal einsetzen. Wenn man nicht mehr viel. Nahrungsquellen auch zu spüren, Bildung beim Plündern von Tierkadavern und Lebensmittelgrund. Was ist das? Zusätzliches Bergungsgut bei Tierkadavern. Was ist das denn? Alle Grabhänge gemeistert. Wollte gerade sagen, das haben wir doch schon. Na gut, nehmen wir das erstmal. Es sind ja theoretisch gesehen nur noch zwei Fähigkeitspunkte, damit wir sämtliche Fähigkeiten haben. So, und jetzt wollte ich aber. Kann man von hier aus ohne Probleme darüber? Eigentlich schon, ne? Oder? Ja! Guck mal! So, und da ist der letzte Geocache. Und hier können wir sogar runterspringen, ohne uns tödlich zu verwunden. Und hier habe ich dieses Rätsel gar nicht gemacht. Oder? Hoppla, das wollte ich nicht. Die sind aber auch wirklich sehr schwer zu sehen, oder? So. Bergdorf-Set ist komplett. Das ist schon mal schön. Das Einzige, was uns jetzt im Bergdorf noch fehlt, das ist tatsächlich die Herausforderung mit den Eiern. Genauso wie auf meinem Privatspielstand. Und die Eier zu finden, glaubt mir, das ist echt die Hölle. Auf meinem Privatspielstand zum Beispiel ist es so, dass mir ein einziges Nest fehlt und ich habe absolut keine Ahnung, wo. Das ist toll. Dementsprechend einfach immer die Augen aufhalten, ne? Tja, na. Sollte man im Allgemeinen immer machen. Ist nämlich spätestens im Straßenverkehr echt blöd, wenn man es nicht macht. So. Kann man von hier aus irgendwas erkennen? Nein. Ich persönlich gehe davon aus, dass die da oben sind. Aber wie komme ich von hier jetzt da hoch wieder? Eine ausgezeichnete Frage. Muss ich voll. Wow! Ich habe jetzt gerade erst gesehen, dass da ein Abgrund ist. Hätte ich auch nicht unbedingt Lust, da reinzuspringen. Oh nein, ich habe die Vase kaputt gemacht. Oh nein, schon wieder. So, von da aus würde ich dahin zurückkommen. Da. Ach, Junge, Junge, Junge. Ist das nicht. Ich dachte jetzt gerade wirklich, die springt jetzt zu weit. So, hier ist wieder Munition. Ich habe keine Ahnung, wo die Vogelnester sind. Ich habe die aber auch noch nie alle gesammelt. Was war das? Das war einfach nur hier das. Okay. Okay, kann man hier irgendwie aufs Dach kommen? Das wäre interessant, aber ich wage es tatsächlich zu bezweifeln, weil ich könnte mir nämlich vorstellen, dass hier auf dem Dach auch was ist, aber es ist viel zu hoch. Da komme ich nie und immer hin. So, aber hier kann ich rüberspringen. Das bringt mir genau gar nicht mal so viel. Da kann ich übrigens nicht runterspringen, da sterbe ich. Das habe ich schon festgestellt. Auf meinem Privatspielstand. Hier runterspringen ist auch eher eine unkluge Idee. Dementsprechend müssen wir, so wie es aussieht, den ganzen Weg nochmal komplett zurücklaufen. Das macht Spaß, das ist toll, das freut uns alle. Vielleicht, ich weiß es nicht, freut es euch? Ja! Aua!
Lara hat so gefreut, dass sie sich erstmal das Knie bricht. So. Aber kann man sich das Knie brechen? Ich weiß gar nicht, weil das Knie besteht auch eigentlich aus Kniescheibe. Das ist ja eigentlich eine Länge. Egal. Okay, da geht's nicht hoch. Übrigens ganz schön dunkel, ne? Aber es ist ja auch mitten in der Nacht, weil wir nämlich in der finalen Nacht sind. Ich glaube, da springe ich nicht rüber, oder? Hier springen wir. Hallo! So. Ist ja ein Vogelnest. Nein, ist es nicht. Aber Pfeile. Gibt's hier zumindest. Oh. Also solltet... Ich will nur kurz anmerken, sollten wir in diesem Part die Vogelnester nicht finden, ja? Dann werde ich im nächsten Part natürlich ins nächste Gebiet reingehen und werde natürlich irgendwie zusehen, dass ich herausfinde, wo sich diese Vogelnester befinden. Und werde es euch dann natürlich wissen lassen. Ne? Macht ja schon Sinn. So, nur eventuell wäre es auch praktisch zu wissen, wo wir denn eigentlich schon waren. Also welche Vogelnester wir schon gefunden haben. Weil es sind ja insgesamt 5 Stück und 2 davon fehlen uns noch. Immer mal wieder aktivieren, um zu gucken. Vielleicht hat man ja irgendwas irgendwo übersehen. Sieht nicht danach aus. So. Dann gehen wir den ganzen Weg nochmal ab. Muss ja. Und ich will mal ganz kurz auf der Karte gucken, was war eigentlich... Wir haben ja gesehen von hier... Ach so, okay, da konnte man hier hoch... Zum Klippendorf. Ja gut, da müssen wir nicht nochmal hin. Ich glaube da oben. Gucken wir mal. Klettern wir einfach das Gebäude hinauf. Hoppla. Hopp. So. Also hier waren wir ja schon mal. Das ist, denke ich mal, bekannt. Aber vielleicht ist eine Etage höher ein Vögelnestchen. Ein Vögelnestchen vor allem. Ich glaub's nicht. So. 4 von 5. Sehr schön. Fehlt ja nur noch eins. In einem absolut riesigen Gebiet, was für mich absolut undurchschaubar ist. Geil. So. Aber was? Vielleicht finden wir es ja tatsächlich. Also, wir können ja schon mal stolz auf uns sein, wir haben schon mal 1 gefunden. Von 2. Klingt nicht viel, aber ihr habt es ja gesehen, das Gebiet ist nicht gerade klein, ne? Das heißt, hier etwas zu finden, das ist wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Vertraue ich diesem Knarzen? Nein, nicht wirklich. Aua. Lara auch nicht. Lara auch nicht. Aha. Ich wollte eigentlich sagen auch, aber irgendwie habe ich das verschluckt. Ja, ja, das böse Moment. Habe ich da was gesehen? Ne. Da waren wir doch schon. Auch nicht, auch nicht, auch nicht. Oi, oi, oi. Leute, Leute, Leute. Es gibt übrigens noch eine Herausforderung, die ähnlich grausam ist. Aber da muss ich zugeben, da habe ich alle Teile gefunden. Deswegen finde ich die nicht so schlimm. Da muss man nämlich Pilze sammeln. Hm? Weil man Pilze auch super gut sehen kann in der Nacht, ne? Das Vogelnest, da haben wir definitiv schon. Das, da bin ich mir. Nein, das glaube ich jetzt nicht. Da hinten ist das Letzte, da hinten ist das Letzte. Wie komme ich da rüber? Ich komme da nicht rüber. Oh, grausame Welt. Ich könnte aber theoretisch gesehen von da oben. Ja, das machen wir. Lara? Lassen Sie sich fallen. Fahren Sie hinauf. Springen Sie hinab. Rollen Sie den Berg hinauf. Moment, kann ich hier hoch?
ärgert mich das gerade. Nein. Ich darf jetzt nicht vergessen, was war. Wo war's denn? Nein. Da. Nee, warte mal. Hä? Nein, ich hab's aus den Augen verloren, ich Idiot. Nee, warte mal. Da. Da hinten sind sie. Und wie komme ich da rüber? Ich muss irgendwie... Warte mal, da hinzukommen, das dürfte noch gar nicht mal so schwer sein. Von hier aus kann ich da rüber. Ist alles eine Frage der Perspektive? Nein, ist es eigentlich nicht. Eigentlich ist es alles nur eine Frage der logischen Wegführung. Ich glaube, jetzt habe ich Scheiße gebaut, oder? Oh, oh Gott. Ich habe eine Idee. Geronimo. Es funktioniert. Achtung. Yeah. Eierwilderin. Herausforderung abgeschlossen. Oh yeah. Gut, damit dürften wir hier jetzt auch 100% haben. Im Bergedorf. Ist das nicht toll? Ja, ja, wir freuen uns. Gut, so, was wäre das nächste? Zugang zur Basis, Bergbasis, Basis-Außenbereich, Klippendorf, da waren wir schon. So, ganz kurz, Küstenwald 100%, Bergtempel 100%, Bergdorf 100%. Zugang zur Basis wäre das nächste, theoretisch gesehen. Wie komme ich da hin? Aha. Mhm. Ja, ja. Geocache 1 von 2, Lager 1 von 1. Hier fehlt tatsächlich nur das. Okay. Ein Geocache fehlt. Sehr schön. So, wo ist das nächste Lager, von dem aus ich mich warpen kann? Das ist ein Tageslager. Das hier ist ein Dokument. Ja, nein, natürlich. Ein Schnellreiselager. An so eins müssen wir. So, Verzeihung für dieses sehr merkwürdige Geräusch, was ich gerade mit meiner Nase gemacht habe. So. Gut, aber ich kann von hier aus hoch. Zack. Dann kann ich hier hoch und theoretisch gesehen dürfte es ja kein Problem sein. Hui. Von hier aus einen Weg da wieder runter ins Dorf zu finden, oder? Oder zumindest zum nächsten Schnellreiselager. Wenn ich da rüberkomme, dann gehe ich doch nur zum Bergpass, oder? Alter, ich habe sogar exakt gesagt, wo das ist. Warte mal, ist das ein Schnellreiselager? Nee, Tageslager. Da wollen wir nicht hin. Nein, nein. Nein, wollen wir wirklich nicht. So, gut, dann... Was ist der schlauste Weg? Oh nein! Der schnellste Weg nach unten ist der Sturz. Bitte merken, das war eine... Oh! Ja, okay. Ich wollte gerade fragen, ob das funktioniert. So, theoretisch gesehen können wir dann hier runter und über das Flugzeug könnten... Wir könnten sogar hier... Ha, machen wir das. Hui! Also viel cooler als so ein blöder Weg. Bergpass. Hui! Hallo. So. Oh Gott. Schön gelandet. So. 19 Minuten. Vielleicht schaffen wir das sogar noch. Ausrüstung machen wir jetzt noch nicht. Jetzt muss ich aufstoßen. Tut mir leid. So. Bergdorf, nein. Zugang zur Basis. Da wollen wir hin. Ja, erstmal kurz stricken. Ich habe jetzt auch ziemlich viele Parts aufgenommen. Ich glaube, 4 oder 5 Stück habe ich jetzt am Stück aufgenommen. Das ist schon lange her, dass ich sowas gemacht habe. Aber dementsprechend merke ich das auch meinem Armhals an. Ja, mein Armhals. Außerdem muss ich bald zur Arbeit. Also von daher. So. Geocaches fehlen hier. Einer. Ein Geocache. Der ist nicht verzeichnet. Oh, das wird lustig. Unverzeichnete Geocache. Gefunden.
Zugang zur Basis 100%. Oh yeah. So, gut. Dann würde ich sagen, machen wir im nächsten Park die Bergbasis. Im nächsten Part die Bergbasis. Und natürlich auch den Basis-Außenbereich, wo uns so oder so noch eine Karte fehlt. Hoppala. Gut, und dann dürfte theoretisch gesehen, nachdem wir das gemacht haben, dann ging es ja zurück zum Bergdorf. Und dann ging es jetzt in die Barackenstadt, wo wir auch hin müssen. Hurra, wir freuen uns. Der Festungsturm. Da ist nichts. Barackenstadt. 72% gemeistert. Das dürfte relativ schnell gehen. Oder? Ah nee, Barackenstadt. Zur Ruhe gebettet, da fehlt uns einer und Schalldämpfer haben wir. Jo, gut, das dürfte doch relativ zügig gehen. Dann kommt der Bergfall. Ach, wir sehen es halt im nächsten Part. Ich gehe erstmal ins Lager und speichere. Tada! Hey, wo ist das Speichersymbol? Ohne Witz jetzt. Da ist es ja. Gut. Dann hoffe ich natürlich, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, hinterlasst mir einen Kommentar. Ich hoffe, ihr freut euch auf die nächsten Parts. Und wenn wir dann die 100% gemeistert haben, dann kommt das Finale. Und da freue ich mich schon drauf. Ich hoffe, ihr auch. Ich sage auf jeden Fall Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Renchi. Bye.